Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Über ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. Daumen hoch fürs Video ist immer super. Und unterhalb des Videos findet ihr die Links zu den verschiedenen Internetseiten, auf denen diese Information nachzulesen ist. Außerdem sind da manchmal auch kleine Videos drin, Bilder und natürlich mehr Informationen, da dies hier nur eine Zusammenfassung ist. Des Weiteren habe ich unten den Twitter-Account, einen Link zu meiner Versicherung, die ich für mein Elektroauto nutze und natürlich ein paar kleine Videos, wo es auch einige Playlists zu gibt, dass man da noch mehr finden kann. Außerdem ist ein Link zu der Umweltprämie oder Zertifikaten vom Elektroauto. Das heißt, wenn ihr ein Elektroauto habt, könnt ihr dort euren Fahrzeugschein einreichen und bekommt, ich glaube, im Moment sind es 275 Euro, aber ihr müsst auf die Seite schauen, wozu ich den Link gemacht habe. Ja, kommen wir aber gleich zum Tagesthema und das Tagesthema ist vom Prinzip her Tesla. Natürlich ist es Tesla, denn eine ganz große Besonderheit, die Tesla-Fabrik wurde eröffnet. Elon Musk war selber da, ja, hochrangige Politiker waren natürlich auch mit dort. Musk hat sogar ein kleines Tänzchen aufgeführt und hat 30 Fahrzeuge an ihre Besitzer übergeben. Das sind alles Performance Model Y gewesen. Ein ganz erfolgreicher Tag der Eröffnung. Unter anderem war Uwe Kröger theoretisch eingeladen von einem der Kandidaten, die dort das Auto übernehmen sollten, durfte aber nicht kommen und wurde von Tesla ausgeladen. Das wiederum finde ich natürlich nicht sehr schön. Ich finde, wenn man 4 Leute mitbringen darf, dann sollte es demjenigen überlassen sein, der dorthin geht. Ich sehe nicht, dass Uwe irgendwas Falsches gemacht hat. Er guckt sich Autos an, guckt nach der Qualität und gibt denjenigen, die diese Fahrzeuge kaufen, den Käufern immer Hinweise, worauf sie achten sollen. Finde ich persönlich gut, habe ich bei ihm auch schon zweimal gemacht. Also guter Service, ehrliche Bewertung. Wenn sich Tesla ein bisschen bemühen würde, dann würden sie ihn vielleicht sogar mal nehmen und sich Rat holen, um das Auto zu verbessern, anstatt nur ihn auszuladen. Aber gut, das ist denen ihre Sache. Aber was hat Uwe jetzt gemacht? Natürlich ist derjenige, der sich das Auto gekauft hat, bei ihm vorbeigekommen und hat das Auto erstmal prüfen lassen. Würde ich auch machen lassen, gerade nach den Erfahrungen, die man bei Tesla öfter mal gehabt hat in der Fertigung. Allerdings in diesem Fall war es relativ gut. Ihr könnt unten auch nachlesen, es gibt auch ein Video von Uwe über das Auto, was er da geprüft hat. Es schien so, als wenn da kaum Mängel waren oder fast gar keine Mängel waren. Und die Qualität der Spaltmaße dem der deutschen Autos entspricht. Das heißt, eine deutsche Fabrik, deutsche Qualität, könnte sogar wahr werden. Aber man muss natürlich sagen, die ersten 30 Fahrzeuge, die dann ausgeliefert werden, haben natürlich auch besondere Augenmerk bekommen. Und man muss mal gucken, ob diese Qualität dann weiterhin hochgehalten werden kann. Eine andere Sache ist, dass verschiedene Verbesserungen dort gemacht worden sind, was ja sehr gut ist. Unter anderem gibt es jetzt eine Abdeckung fürs Auto, was sehr schön ist, wobei ich bei mir meistens meinen nicht mit drin habe, da ich immer irgendwelche Sachen transportiere. Außerdem gibt es Ösen zum Verschnüren, was wichtig ist aus Sicherheitsgründen. Ja, dann gibt es 2 neue Farbtöne. Das eine ist ein Spezialrot und das andere ein Silber, ein Liquid Silber, was da rauskommen soll. Wie das nun genau aussieht, könnt ihr ganz bestimmt auf der Bestellseite dann sehen, dass dann da die Farben auch angegeben werden, sodass man diese neuen Farben dann auch bestellen kann. Die Fabrik läuft hoch und ich würde sagen, da wird man demnächst eben auch viele neue Fahrzeuge sehen, die daherkommen. Auch wenn es immer wieder Umweltverbände gibt, die gegen alles und jedes Klage einlegen. Mir kommt das manchmal so vor, dass die gesteuert sind von irgendwelchen Leuten, die höchstwahrscheinlich aus dem Osten kommen. Aber das ist ein persönliches Gefühl, kann auch nicht der Fall sein.
Auf jeden Fall ist es so, dass unsere Zukunft von neuen Firmen abhängt und ich deswegen es super finde, dass Tesla hierher gekommen ist und ich es auch super finde, wenn andere Firmen hier Produktionsstätten aufbauen, denn nur so können wir die Welt weiterentwickeln und nur so können wir die Umwelt schützen auf Dauer. Ja, es sollen nach dem Model Y auch weitere Modelle aus der Fabrik gebaut werden. Hier muss man natürlich dazu sagen, wenn es so viel Gegenwind gibt, könnte es sein, dass das eben nicht der Fall ist. Und eines unserer größten Zukunftsmöglichkeiten, nämlich dass man eine große Tesla-Fabrik hier hat, die viele Fahrzeuge in Deutschland baut, dass dieser Traum zerplatzt, weil immer wieder Leute gegen solche Sachen sind. Ohne Frage, es muss immer verbessert werden, die Umwelt, man muss sich immer alles angucken, was man für die Umwelt machen kann. Aber da sollte jeder sich selbst mal angucken und ich glaube, diese ganzen Umweltverbesserer sind die größten Umweltverschwender und Zerstörer. Ich persönlich versuche, die Umwelt zu schützen. Aber gut, das ist ja eine Einstellungssache und eine Sichtweise. Ja, ich hatte euch ja von dieser Prämie erzählt, THG-Quote heißt die übrigens. Diese Prämie, die man bekommt, wenn man ein Elektroauto hat, kann man seinen Fahrzeugschein einreichen und bekommt eben eine Prämie. Das kann man auch vom Prinzip her gesehen bei Tesla machen. Ich persönlich glaube aber nicht, dass diese Prämie, wenn man das umrechnet, vom Wert her gleich ist. Aber da muss jemand anders drüber rechnen. Ich komme da auf irgendwas um 120, 150 Euro, die man herausbekommt, wenn man sie bei Tesla lässt. Wenn man sie zum Beispiel da einreicht, wo ich sie habe, gibt es 275 Euro. Und es gibt auch einige, die sogar noch etwas mehr bieten für diese Prämie. Allerdings, ja, man muss mal schauen, ob das vielleicht doch hinkommt. Ich habe das nur kurz überschlagen. Ich kam zwischen 100 und 140 Euro dabei raus. Und das ist natürlich, ist natürlich etwas weniger, als was man sonst bekommt. Aber vielleicht gibt es bei Tesla ja noch etwas mehr oder noch etwas anderes dazu. Müsste man sich denn selbst anschauen. Ich persönlich reiche das eben bei diesem Anbieter an. Und es gibt eben immer noch Anbieter, die auch noch mehr bieten. Ich persönlich bin aber mit den Anbietern zufrieden. Ich kriege gute Informationen und das ist mir das Wichtigste, ob das nun 20 Euro mehr oder weniger sind. Das ist mir dann im Endeffekt nicht wichtig. Auch wenn man sich dann anschaut, dass die Steuerfreigrenze bei 255 Euro liegt, ist das vielleicht sogar sinnvoll, nur die 255 Euro zu nehmen, anstatt die 275 zu nehmen und sie zu versteuern. Aber da muss jeder seinen Steuerberater fragen, was er macht, wie er es macht und sich anschauen, ob das für ihn sinnvoll ist. Ja, Tesla gibt ja fast nichts aus für die Werbung, aber gibt das meiste aus für die Weiterentwicklung, was an sich ja sehr sinnvoll ist, denn man will ja seine Autos weiterentwickeln. Man muss mal sehen, Tesla ist natürlich jetzt auf steigenden Ast. Die Fahrzeuge verkaufen sich durch Mundpropaganda. Wenn Tesla erstmal 20 Millionen herstellt, dann könnte es natürlich sein, dass sie vielleicht doch jemanden brauchen, der mal eine Werbung macht. Sehen wir, wie es weitergeht. Ja, Elon Musk sagt, es muss eine extreme Skalierung geben. Ich denke, er will darauf hinaus, dass einfach 20 Millionen Teslas gebaut werden. Und dafür muss er noch eine ganze Menge machen. Dafür müssen noch viel, viel, viel mehr Gigafactories gebaut werden. Allerdings, wenn man sich anguckt, wie viele Autos es auf der Welt gibt und wie viele Elektroautos hergestellt werden, dann gibt es auch noch eine ganze Menge Platz, um diese Autos zu ersetzen mit Elektroautos über die nächsten Jahrzehnte. Nun kommen wir wieder mal zu einer etwas negativeren Seite. Ja, Tesla verbaute alte Hardware in Model 3 und jetzt hat ein Kläger gesagt, dass das Auto zurückgenommen werden muss, da er persönlich eben die neue Hardware haben will, aber Tesla sie nicht einbauen will. Und da sehe ich auch eines der Probleme, wenn Tesla volles autonomes Fahren verkauft, müssen sie auch volles autonomes Fahren liefern, egal ob da alte oder neue Technik drin ist, es muss auf jeden Fall funktionieren. Daher muss immer, wenn neue Technik entwickelt wird, auch diese Technik eingebaut werden. Das ist natürlich eine Bürde, aber wenn man sowas verkauft, dann muss man das machen. Ansonsten muss man das so wie die herkömmlichen Fahrzeughersteller machen, dass man eben das nicht verkauft. Nimmt man dafür aber kein Geld ein.
Da muss man auch zu sagen, dass momentan kaum noch Leute FSD kaufen. Ich glaube, wir liegen jetzt bei 12% oder 15%. Und ich würde auch jeden, der sich so ein Fahrzeug kauft, wenn er nicht so ein Nerd ist wie ich, raten, dass man vielleicht nicht das kauft, weil das ist viel Geld. Und ich habe 2016 das erste Mal ein vollautonomes Paket gekauft und bis heute, ja, ist da eben noch nichts. Ich hoffe, es kommt, aber ich würde jedem raten davon, dass er das nicht unbedingt kauft. Natürlich könnte so ein Paket irgendwann mal sehr teuer werden. Aber jetzt ist die Frage, wie lange dauert es und hat man bis dahin das Auto noch? Kommen wir zur dunklen Seite. Ja, die dunkle Seite ist diesmal gefüllt, prall gefüllt. Da gibt es einen Anschlag auf die Bahnstrecke. Also Leute, die Anschläge auf Bahnstrecken machen, die Bomben legen, die Länder angreifen und solche Sachen, da halte ich nicht so viel von. Diese Radikalität, die dort herauskommt, ist wirklich gefährlich und ich habe wirklich da Bedenken, dass diese Leute angestachelt werden von den falschen Personen und dass dadurch eben solche schlechten Sachen herauskommen. Eine weitere Sache ist, dass jemand mit seinem Tesla wie ein Wahnsinniger über so einen Hügel gesprungen ist. Viele Leute haben das gefilmt und das Auto war nachher auch Schrott. Auf jeden Fall sucht die Polizei nach ihm, weil natürlich das im Netz war. Und wenn man da einfach wie ein Wahnsinniger in der Stadt fährt und dann so einen Sprung über so eine Klippe macht, totaler Schwachsinn. Ihr könnt da unten reingucken und dann könnt ihr sehen, die Hinweise sehen. Ich glaube, da gibt es sogar ein Video. Ich weiß gar nicht, ist nicht mehr verfügbar, schätze ich mal. Kann man wohl auf YouTube angucken. Na, mal sehen. Ich persönlich halte nichts davon. Ich finde sowas blödsinnig und deswegen ist es bei mir auch auf der dunklen Seite. Ja, und dann kommt noch das Cyber Rodeo in Texas. Die Tesla Texas Fabrik soll eröffnet werden. 15.000 Gäste sind bei der Eröffnung dabei. Aber wie auch dort gibt es ja scheinbar Bedenken, dass es da irgendwelche Leute gibt, die gegen diese Fabrik sind. Und ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt, dass man gegen so eine Fabrik ist. Aber es könnte natürlich sein, dass die Menschen nicht verstehen, was da drin gebaut wird, nämlich die Zukunft. Die Autos, die Elektroautos, die wir benötigen. Und ja, ihr wisst, ich bin nicht immer positiv, nur wenn es um Tesla geht, aber ich glaube, die Art der Fahrzeuge vom Fahren her, wenn man erneuerbare Energie baut und dafür braucht man Elektroautos und ob man nun man muss erst bauen, um dann Elektroautos dann mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Und solange versorgt man sie eben mit Kohlestrom, wenn das drauf ankommt. Wichtig ist, dass wir genügend Elektrofahrzeuge haben, die wir eben anschließen können. Wenn wir sie nicht haben, dann nützt uns die erneuerbare Energie nichts, weil die muss ja auch zwischengespeichert werden. Ja, gut, das soll es aber für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.